Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires and Tribes und unserer Moment in unserer 24. Folge. Heute am 22.06. in der Vorproduktion mit euch gemeinsam jetzt hier mal reinschauend. Moment, Kamera verschwindet. Was denn die Patch-Version 1.0.2 müsste das sein, wenn mich jetzt nicht so alles täuscht. Alles so auf Tasche hat, ne? Beim letzten Mal bei unserem richtig schönen Reihenhausbau wurden wir doch tatsächlich von einem Sturm unterbrochen, der jetzt immer noch wütet. Speichern, beenden, Neustarten, laden, hat nicht geholfen, ist halt geskriptet, kann man nicht ändern. Na gut, nicht wundern, das ist immer noch normal, Betrieb nicht gefunden angeblich, wenn man das Spiel neu startet. Wir gucken jetzt einfach gleich mal rein. Wenn wir nochmal ein bisschen geklöppelt haben hier irgendwas, was können wir denn klöppeln? Wir können einiges klöppeln, wie ich gerade sehe, wir haben einiges an Ressourcen. Wir brauchen mal Häuser. Auf jeden Fall mehr Häuser, die wir dann wiederum auch gleich wieder mit Brunnen verbinden, obwohl wir könnten auch... Nee, ich will es doch mal riskieren. Ich möchte einfach mal gucken, ob denn die Gegenden da hinten auch brennen können oder wirklich nur, upsala, wirklich nur die Wohnhäuser. Genauso wie auch da hinten dann der Speicher und unsere Lehmgrube. Ob die denn wirklich brennen können oder nicht, das sehen wir, wenn das Licht angeht. In dem Fall dann das Licht vom Feuer. So, eine Sache muss ich aber nochmal ausprobieren. Das wollte ich eigentlich offscreen ausprobieren. Kann ich diesen alten Stumpen hier auch endgültig entfernen? Nicht, dass der mir jetzt immer ewig 3 Tage hier im Weg steht bei meinen Bauplanungen. Wäre ein bisschen semi-effektiv, wenn das jetzt so stehen bleiben würde. Oh, und ich sehe gerade, wir hatten ja eigentlich noch was vor, genau. Ah, können wir entfernen und da gibt es sogar noch einen zweiten Baumstamm, okay. So, wir hatten ja eigentlich noch was vor. Gestern ist aufgenommen und schon wieder total vergessen, was ich vorhatte. Schön. Typisch ich. So, hier auf jeden Fall noch 2 weitere Leute. Holz, 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 Holz. Holz war irgendwo hier. Genau, immer den Weg entlang. Oh, sag mal, hier kann man hier die Äste schneiden. Man sieht da ja nichts mehr. Aber wie ich gerade so mitbekomme, das Blitzen und Donnern scheint wohl schon vorbeigezogen zu sein. Ich klopfe mal lieber auf Holz. Ich hoffe, ihr konntet das hören. So, hier auch nochmal 2. Sag mal, hatten wir das nicht schon abgeändert? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder das ist jetzt wirklich wegen diesen Meldungen hier oben. Dann hätten das aber mehr Meldungen sein müssen. Moment, mach das hier mal weg. Tapp nochmal raus. Jetzt gehen wir doch mal über die Übersicht. Produktion. Produktion hat ja auch zu wenig. So, jetzt haben wir aber alle das, was wir brauchen. Handwerk haben wir ja noch nicht im Moment. Übersicht. Genau, das hat man letztens angeguckt. Wir waren hier bei 2,5 jeweils und hier bei 3. Genauso sollte es jetzt auch sein. Okay. Der Ausbau der Jägerhütte, das wird jetzt erstmal entscheidend sein für die nächsten Wohnhäuser. Da müssen wir uns jetzt auch nochmal schön ransetzen. Haben wir denn schon die Ressourcen? Die haben wir auf jeden Fall. Dann machen wir das jetzt auch gleich mit 4 Helferlein. Wo ist die Hütte? Da ist die Hütte. Ist sie schon außerhalb vom Fürstentum? Nee, noch nicht. Gut. Hier. Okay. Boden ebnen. Warte mal, wo muss ich denn das hier ebnen? Hier vorne? Ah, hier vorne, okay. Es scheint tatsächlich so zu sein, wie ich das letzte Mal angemerkt habe, dass man vielleicht doch wirklich bestimmte Areas treffen muss oder bestimmte Bereiche der Gesamthitbox, wo man dann wirklich weitermachen kann, ne? Achso, Fachwerk hochziehen, Moment, das ist jetzt hier, so. Funktioniert auch, wenn ich auf den Boden gucke, ne? Ja klar, weil hier wird ja auch so ein kleines bisschen gefachwerkelt, ne? So, aber wir machen einfach mal, ups, hoppala. Meine Schieben und Drängeln hier bitte, ja? Danke. Diese Hirsche. Kann ich dir eine dengeln damit? Geht das? Ne, geht nicht. Aber das Messer werden wir jetzt nicht dafür verwenden. So. Haben wir auch fertig. Passen jetzt hier theoretisch noch 5 weitere rein. Ich würde aber sagen, wir nehmen die 4 freien Arbeiter jetzt erstmal dafür. Dass wir hier Steine kloppen. Hier liegt ein Stein, wa? Das wäre... Ja. Könnte ich einen Stein abbauen, wenn ich denn die Muße dazu hätte. Nee, ich würde sagen, wir nehmen die 4 Arbeiter erstmal dazu, dass wir hier weitere Wohnhäuser bauen. Dann geht das ein bisschen schneller voran. Denn wir haben ja schon anfangs, als ich hier an der Karte gestartet habe, gesehen, wir sind benachteiligt gegenüber unserem Nachbar. Denn der Nachbar hat sämtliche Kupfervorkommen und wir gar keins. So, jetzt bin ich mal ein bisschen am Überlegen und schauen und gucken. Oh, und eine Sache habe ich vergessen. Entschuldigt bitte, ich sehe es jetzt erst. Ich hoffe, es hat sich jetzt nicht so stark bemerkbar gemacht in der Aufnahme bisher.
Lumdilum. Aus, an. Ah, sieht doch schon viel entspannter aus. So. Ist gemeldet, habe ich ihm vorhin nochmal gesagt, den lieben Chris, dass wir da bitte nochmal über die Konfigurationsdateien gucken sollen. Denn jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, muss ich VSync ausschalten und wieder anschalten, damit es auch greift. Damit auch die Auslastung dementsprechend vernünftiger aussieht. So, trotzdem war ich jetzt eigentlich am Überlegen, wie wir das jetzt hier als nächstes bauen. Weil Kapelle und Wirtshaus brauchen ja auch noch Platz. Vielleicht lassen wir erstmal hier auf aus Prinzip hier ein bisschen frei. Achso, hatte ich ja sowieso noch gesagt, genau. Moment. Das müsste doch... Ach, mach mal ganz anders. Passt auf. Was? Was fehlt mir? Oh! Mir fehlt Holz. Wer hat mein Holz gemopst? Komm, dann regel mal schnell. Sagte er und trödelte. Echt jetzt, Leute? Jetzt ist schon? Aber ich will noch nicht. Ich will noch ein bisschen spielen. Ach, bitte. Ach, Mann. Aber nur, wenn ich auch was Süßes bekomme. Oh, das ist eine Quest. Okay, gut. Jetzt hier. Attacke. Los! Na gut, wenn ihr noch nicht wollt, dann gucke ich mal in die Übersicht. Nee, das war die falsche Übersicht. Ja, aber wie wir sehen, es stürzt hier nicht mehr ab, dieses Übersichtsfenster. Ist das hier? Nee, auch nicht. Wo ist denn jetzt hier nochmal? Nee. Sag mal, bin ich jetzt blöd oder bin ich jetzt blöd? Ach Mensch, hier wollte ich hin. Wir sind momentan... 4 Leute sind in der falschen Arbeit zugewiesen. 4 sind in der richtigen Arbeit zugewiesen. Wir haben einen Indikator von 0,08. Hier ist noch gar nichts passiert. Glücklicherweise. Kopfsteuer 10, Küchen 10, 10. Gerechte Arbeitszeiten. Und... los geht's. Warte mal, hier Gesetzgebung mittelmäßig. Zeit am Pranger Mittel. Folter und Hexenverfolgung. Da haben wir auch wieder Themen. So. Hiermit erkläre ich die heutige Sitzung für eröffnet. Okay, Johannes. Zum Protokoll. Einfach mal alles. Alles mal wieder zum Protokoll. Herrlich. Toll. Dankeschön. Ich wollte ja nur mal schnell noch ein paar Häuser klöppeln hier. Zeit am Pranger. Kürzere Zeit am Pranger. Zustimmen. Bestärkt ihn in seiner Aussage. Bämsle? Ja toll, ging mal wieder schön daneben. Fehlschlag. wer von Ihnen hat sich noch nicht geäußert? Ist mir egal, mach hinne. Ich will bauen. Kürzere Zeit am Pranger. So, pass auf, ich sag jetzt einfach nichts. Sollte ich mir vielleicht mal sowieso abgewöhnen? Den will ich vom Gegenteil überzeugen. Das ist dann wenigstens ein Erfolg. Immer nur die, die das sagen, was ich nicht möchte, da versuche ich irgendwie gegenzulenken. Die, die sowieso schon in meine Richtung steuern. Oh, oh. Okay. Die lasse ich dann so. Ich versuche mal vom Gegenteil zu überzeugen. Okay, es war ein Fehlschlag. Es ging in die falsche Richtung. Aber er könnte immer noch für Unentschieden stimmen. Wir haben dann 2 für kurz, einer für Unentschieden und einer eventuell gerade schon noch für lang. Oh, Tourtipp verschwindet nicht. Ja, hat er für lang gestimmt? Und einer für unentschieden? Natürlich. Dann stimme ich jetzt einfach dagegen, damit wir eine kürzere Zeit haben. Dagegen stimmen? Genau, richtig verstanden. Akzeptiert, weiter geht's. Los, macht hin, Jungs. Ich will hier noch was bauen. Los. Kopfsteuer. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Senkt die Kopfsteuer. Oder bald wird, wird ein Kopfgeld auf euren Kopf ausgesetzt. Niedrige Kopfsteuer. Ja, von mir aus, dann machen wir so irgendwie auf 9 oder 8%. Stimme ich zu. Das ging nicht in die Hose. Eieiei, aber ich glaube, die sind nicht dafür. Oder? Vielleicht überzeugen wir sie noch. Wir hatten ja manchmal schon richtige kritische Erfolge. Höhere Kopfsteuer vom Gegenteil überzeugen. Das ging daneben. Wenn wir jetzt wenigstens noch den Roten in die Richtung treiben. Sag mal, was machst denn du hier, Mäuschen? Wir sind hier... oh, bitte, ja, hier sind auch Kinder. Was soll denn das jetzt? Erfolg. Und, wie weit? Ah, ich glaube, das reicht nicht. Entschuldigung, Missy, wenn Sie bitte wieder Ihren Busen aus dem Gesicht dieses älteren Herrn nehmen möchten, er muss sich hier hoch konzentrieren. Oh, noch ein Erfolg, schön. Aber reicht nicht, ne? Bitte gehen Sie wieder. Jetzt nicht auch das Gesäß ins Gesicht drücken, danke. Alter Schwede, nicht mal in Ruhe abstimmen kannst du hier.
So, er stimmt dagegen, das ist schon mal gut. Er stimmt dafür, das ist nicht gut. Er stimmt als unentschieden und jetzt werden wir wahrscheinlich auf ein Gesamtunentschieden kommen, oder? Genau, denn ich werde jetzt dagegen stimmen und dann bleibt die Kopfsteuer jetzt einfach bei 10%. Ich stimme dagegen. Damit bleibt alles wie beim Alten. Akzeptieren wir so. Fertig, aus. Weil wie gesagt, mit 10% sind wir eigentlich alle zufrieden, denke ich. So, jetzt geht es hier um die Hexenverfolgung. Die möchte ich aber auch nicht. Oder wollen wir sie diesmal machen? Ah nee, er sagt verbieten. Da sage ich jetzt mal nichts. Ja, der nächste bitte. Er sagt auch verbieten, ich sage nichts. Jetzt haben wir schon mal zwei verbietende Stimmen. Zwei werden unentschieden sein, ich stimme dann auch für verbieten und dann passt das. Nee, er sagt erlauben, vom Gegenteil überzeugen. Erfolg! Aber wir haben ihn jetzt mehr in Richtung unentschieden getrieben. Vielleicht ist mal einer von euch so lieb und achtet mal darauf hier beim Verfolgen des Let's Plays, ob denn jetzt zum Beispiel der Blaue mit 54,1 beim nächsten Mal, wenn es um dasselbe Thema geht, auch immer noch unentschieden ist. Ich werde mal versuchen, nicht zu bestechen. Habe ich übrigens auch noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade so ein. Er stimmt dagegen, er stimmt dagegen, er stimmt für gar nichts und. Er stimmt auch für gar nichts. Also stimme ich jetzt dagegen und damit bleibt sie verboten. Zack. Fertig. Ich meine, klar, diese Ratssitzungen, die sind extrem lang, wenn es wirklich um sämtliche Themen geht hier. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Gesetzgebung, glaube ich. Oder hatten wir die jetzt auch mit dabei? Ich weiß es nicht. Stimme dagegen. War ein Erfolg. Küchenzähne senken. Obwohl, ich wollte eigentlich, dass es so bleibt. Nein. Na gut, machen wir mal ein bisschen Steuersenkung. Oh, da freut sich doch das Volk. Niedriger Kirchenzehnt, ich sage nichts dazu. Vielleicht wäre es auch mal ganz angebracht, wenn nicht immer sämtliche Themen gleichzeitig drankommen können, sondern immer pro Sitzung nur ein Thema. Ich glaube, das würde es deutlich angenehmer gestalten, von der Dauer her. Oder der Vorschlag ist auch schon mal gekommen, auch über die Kommentare. Das ist auch dementsprechend weitergeleitet worden an den lieben Chris. Man könnte auch kleine Minigames hier einbauen. Und die. Also der Erfolg von dem Antrag hängt halt auch dann davon ab, wie gut man das Minigame gewonnen hat. Oder verloren hat. Das wäre vielleicht auch so eine schöne Sache. Stimme dagegen. Sie wird gesenkt. Wir senken sie auf. Machen wir gleich mal 8. So, freut sich das Volk. Aber wir haben noch nicht mal eine Kirche. Ne? So, darf ich jetzt? Ja, danke. Mann. Ah, wir haben wieder Material. Schön. Okay. Genau. Hier oben wollte ich nämlich jetzt ansetzen. Nee, nicht ganz so weit oben. Es ist noch ultrasensibel hier. Nee, warte mal. Das ist der falsche Baumodus. Zack, zack. So, ziehen wir den Weg hier so lang. Warte mal, brech nochmal ab. Ich will mal das hier haben. Machen wir mal eine Hilfsstütze von hier nach da. Eieieiei. Noch schräger ging, glaube ich, nicht, ne? Obwohl ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das wirklich schief von mir aus war oder ob das eher der Höhenunterschied ist, der teilweise mit angedeutet wird. Ja, es war schief von mir. So? Ah, schon etwas besser. Ziehst du den jetzt erstmal hier rüber? So. Aha. Der eine Futzel hier, der ist noch nicht schön. Wir wissen ja vom Bauplatz her, das ist manchmal auch entscheidend. So. Denn der dicke Alter hat sich überlegt, dass er den Baumodus hier auch nochmal abändert. So. Dass wir jetzt hier erstmal so um die Häuser ranbauen. Ja, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen schiebe und drücke. Achso, wegen dem Marktplatz ist es gerade so vorteilhaft, ne? Ein bisschen schieben und drücken. Eins hier. Eins da. Dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung hier. Diese stehen. Ne? Vielleicht, eventuell könnte man noch Brunnen da reinquetschen. Keine Ahnung. Könnte mal spaßenshalber gucken, ob der da passen würde. Kein bisschen. Aber gut. Das hier wiederum soll jetzt so rumgebaut werden.
Oh, ich muss mal ein bisschen von oben gucken. Sonst sehe ich hier die Kante nicht. Na, komm schon. Naja. Einigermaßen gerade, ne? Zack. So, dann haben wir hier noch ein schönes großes Areal für die Kapelle oder Wirtshaus oder was auch immer. Ne? Und wir könnten hier trotzdem noch einen Brunnen bauen, falls der hier doch nicht reichen sollte. Ja, Mensch, ich wollte nur gucken von der Reichweite hier. Doch, okay. Ah, Mann. Zu meckern hier. Alte Zimtzicke. Ach nö. Almose. Von wo kommt er denn? Hä? Will man hier schon irgendwo flitzen? Na, während er noch nicht da ist, können wir hier erstmal... Ah, da ist er gerade wieder unsichtbar hier. Da rennt er wieder unsichtbar mir vorbei. Ich sehe aber dein Ausrufezeichen, Kollege. Geh weg. Ich will dich hier nicht. Mach, dass du wegkommst. Ist der unsichtbar, dieser Schuft? Hier. Geh. Geh mit Gott, aber geh. So, und weh, der ist jetzt wieder dauerhaft hier als negativer Effekt bei uns drin. Hatte ich jetzt hier die 4 zugewiesen? Nee. Warum ist da nicht schon der Fortschritt? Hä? Ich hab die doch hier zugewiesen, oder? Genau. Gut. Dann können wir hier erstmal Gas geben. Ja. Ah, das ist aber auch ein Mistwetter hier heute. Ich hoffe, es ist morgen weg. Also, in-game morgen. Obwohl, das in-game morgen könnte eventuell auch schon real life morgen sein. Müssen wir mal gucken. Ah, ich mag das mit diesen neuen Baustellen. Habe ich bestimmt schon so 20 Mal erwähnt, aber ich will es lieber nochmal erwähnt haben. Ach, herrlich. Ist auch viel angenehmer zu bauen. Früher musstest du ja immer in die Hütte reinlaufen. Jetzt kannst du direkt hier draußen dran stehen, an der Baustelle selber. Und der Baufortschritt geht voran. Aber wenn wir schon einen Dachstuhl bauen, wollen wir natürlich auch hier einen Dachstuhl bauen, ne? Ja, und ihr seht, Holz geht so rasant weg. Wird einfach viel häufiger gebraucht als Lehm. So. Bitte fertig. Bauarbeiter sind noch automatisch zugewiesen. Ja. Wie sich das auch gehört. Jetzt haben sie hier 2 und da 2, ne? Ja, ist in Ordnung so. Eigentlich könnten wir hier auch nochmal 2 machen. Und dann ja auch nochmal einen. Und wir sind dann der 4. Mal gucken, wer schneller ist. Ich bin geskillter. Und ich habe eine Ausrüstung. Obwohl, ihr habt schon einen Steinhammer, ich nicht. Hm. Ja, dazu müssten die Herrschaften aber auch erstmal an der Baustelle auftauchen, ne? Oh. Moment. Neues Modell. Wunderbärchen. Ach, hier seid ihr alle. Nachbarbaustelle bitte. Wie sind ihr schon voll? Ja, danke. Gut, weiter geht's. Ich freue mich schon auf den Moment, wo dann auch diese Symbole hier drüber, wenn da so ein Ausrufezeichen ist, wo die halt so richtig ein ins Auge stechen, schon von etwas Weitem, damit man gleich sieht, ah, da ist der, der die Quest hatte. Sonst sucht man und sucht man und sucht man. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist, wenn wir eine Quest am Laufen haben, das müssen wir mal gucken später, auf die Karte zu gucken, ob man die Person dann sieht, der man was bringen soll. Auf der Karte. Das wäre sehr hilfreich, finde ich. Oder sie wird zumindest vielleicht auf der Minimap dann als Person of Interest angezeigt. Also, Person von Interesse. So, und gehen wir gleich nochmal zum Jägerstand rüber, wenn die Hütte hier fertig ist. Denn der Verbrauch sieht schon wieder etwas kritisch aus. Auch wenn unsere Vorräte wachsen. Und wir haben die nächste Stufe. Herzlichen Glühstrumpf. Und hüpf. Und hüpf. Zack. 1, 2, 3. Oh, stimmt. Ich habe ja hier noch... Okay, jetzt sind sie frei. Danke. Zack. Sieht das schon wieder deutlich besser aus. Neue Gebäude freigeschaltet. Oh, das sah aber gerade cool aus. Ah, ein schöner Blur-Effekt. Gefällt mir. Ist nicht jedermanns Sache, so ein Blur-Effekt, ich weiß, aber mir gefällt es. So. Wir haben jetzt eine schöne Produktion. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir jetzt freigeschaltet? Ach ja, jetzt ist die Kapelle frei, stimmt. Und die kostet, oh, aber Hoscha. Hoscha? Eine Mischung aus Holler die Waldfee und Hossa, oder was? Ah, hier bräuchten wir aber auch wieder die Arbeit dafür. Hm. Oh, schaut mal, wir sind jetzt schon... Platzhalter für die Steinsachen.
Aber jetzt wird es langsam kritisch hier. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal doch zum Marktplatz und gucken mal, ob wir da vielleicht ein paar gute Geschäfte abschließen können. Was ich jetzt aber mal machen werde, bevor ich mich da irgendwie vertue. So, LP 02. Speichern. Ja, geht jetzt auch viel schneller als damals. In der letzten, also im ersten Teil der jetzigen Staffel. Moin! Kein Angebot. Okay. Und du? Auch nix. Ups. Was ist denn hier passiert? Ich war das nicht, ich schwöre. Na, okay, vielleicht war es doch wegen dem Weg. Hast du was für mich? Nee. Bin ich vielleicht zur falschen Uhrzeit hier? Muss ich vielleicht immer früh am Morgen hier auftauchen? Huch, nee. So wollte ich nicht. Ich wollte mit ihm sprechen hier. Ah, okay. Und du? Auch nicht? Du willst mich nur wieder abfüllen, wa? Natürlich. Nee. Heute nicht. Ist ein arbeitsreicher Tag. Du? Auch nicht. Na gut, dann müssen wir vielleicht mal wirklich zu einer gewissen Uhrzeit immer hier vorbeischauen. Vielleicht geht das dann. Keine Ahnung. So, waren das jetzt alle drei Hütten? Ja. Dann gucken wir es uns auch mal an, ne? Oh, ich mag das wirklich, wie das auch hier mit dem Efeu gearbeitet wurde. Auch wenn ich jetzt nicht ganz erkennen kann, wo der Ursprung von diesem Efeu herkommt. Weiß gar nicht, wächst er einfach so auf dem Dach? Ich glaube nicht, ne? Der braucht ja Wurzeln unten im Boden. So. Bisschen rumgeguckt. Ich meine, da steckt so unglaublich viel Arbeit drin, ne? In solchen Modellen. Auch wenn hier noch ein kleines bisschen geschludert wurde. Oder ist das absichtlich? So gemischte Texturen hier. Einmal Kalkstein, einmal ja, massiver Stein. Weiß nicht. Wenn ich das richtig erkenne, ist es auch sehr clever gelöst, dass das hier, die Kante wird von der höchsten Ausbaustufe. Ich glaube, das ist so gelöst worden. Ist clever. Kann man ja noch sagen. Fällt erstmal nicht auf, ne? Haben wir ja auch wieder? Ja, jetzt natürlich auch wieder. Hier wohnen die Pyromanten. Hier. Das sind sie. Aber gut. Hier noch rumgetrödelt. Wir haben zu tun. Aber was machen wir jetzt? Eigentlich würde ich ja noch viel lieber noch ein weiteres Haus bauen. Ja doch, das machen wir auch. Wisst ihr auch warum? Dann kriegen wir nicht mehr Steuern ran. Ohne dass sich die Leute irgendwie ungerecht behandelt fühlen, weil irgendwie ein kleiner Teil 4 Steuern zahlen muss. Warte mal, wir gehen mal lieber nach oben. Ja. Oh, ich glaube, das könnte gerade sein. Ja, es ist auch nahezu. Wenn wir nicht mehr Steuern bekommen, dann können wir mir schneller die Ressourcen auch kaufen einfach. Ah, das war jetzt aber schief hier. Weg damit! Schade, dass man hier keine Erstattung bekommt. Wenigstens einen Teil des Goldes zurückbekommt. Ja. Ah, kann man gerade nennen, ne? Ja, wäre natürlich noch schöner, wenn ich hier so eine Blaupause sehen könnte. Ach, wo ich es aber gerade sehe. Ich brauche ja noch einen Platzhalter für das Kloster. Obwohl, das hat einen sehr, sehr großen Radius, fällt mir gerade ein. Das können wir eventuell dann hier bauen. Das könnte funktionieren, ja. So, gerade auch wieder Frischholz bekommen. Nee, Robin, warte. Das wolltest du anders machen hier. So, die mittlere Straße, die kommt dann später noch weg. Peter, nicht jetzt. Ah, komm schon. Ah, ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Ah. Andersrum. Zuerst das. Oder doch? Oder nicht? Oder doch nicht? Ah. Jetzt haben wir hier natürlich den Nachteil, dass jetzt hier der Marktplatz nicht ist, weil der Marktplatz selber gilt ja auch wieder als Straße. Weil dann könnte ich auch die mittlere Straße da stehen lassen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ich sagte ja, wir wollen den Platz anders nutzen. Oh, da ist aber schön Holz geliefert worden gerade. Wo ist denn jetzt hier vorne und wo ist jetzt hier hinten? Ah, falsche Hütte gewählt, deswegen.
Ah, ich glaube aber, das wird ein bisschen zu knapp, ne? Wenn ich das so rumbaue. Ah, ich bin mir ein bisschen unschlüssig gerade. So. Da muss das jetzt erstmal so reichen. Achso, wir könnten ja in der Zeit, während ich hier noch ein bisschen rum hantiere, hier schon mal die Arbeiter wieder zuweisen. Zack, 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 zack. Bin zwar dann selber nicht so viel am Leveln dadurch, aber wir kommen erstmal voran und dann kann ich ja später immer noch ganz zur Not sogar von mir aus offscreen ein bisschen leveln und dann passt das auch wieder. So. Jetzt kommt hier Probe auf Exempel. Ah, ruhig noch so vielleicht. Oh, herrlich! Schön gerade geworden. So gefällt mir das. Huch, nee, warte, so, zack. Ach cool, man sieht sogar von hier oben aus diesen Baufortschritt. So? Ah, wunderbar. Dann kommt nämlich jetzt der Straßenteil hier wieder weg. Wir haben hier eine wunderbare Baufläche für die, ja, Gemeinschaftsgebäude. So können wir sie, glaube ich, nennen, ne? Ein bisschen fies ist, dass er mir hier immer noch die Sachen mit wegreißt, die ich gar nicht weghaben möchte. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Vielleicht können wir ein bisschen fein justieren. Wow! Oh, das ist aber auch ein super sensibles Kamerachen hier. Junge, Junge, Junge. Wird mir ja schon fast schlecht von. Ey, jetzt, aber. Wo ich sehen? Jetzt ist aber noch hier. Du kotzt gleich wieder. Ah, ich krieg das jetzt wegen dem Brunnen hier nicht durch, ne? Kleiner listiger Brunnen, du. Ah, jetzt. Krieg ich es auch schön gerade gezogen. Ja, wunderbar. So, weiter geht's mit dem eigentlichen Thema. Komm, lass mich doch wenigstens ein oder zwei Holzschläge machen hier. So. Herrlich. Kriegen wir nämlich jetzt wieder schön Steuern ran? Beziehungsweise bin ich noch überlegen, ob wir vielleicht doch, bevor wir die Kapelle bauen, schon mal Töpferwaren und Tischlerei machen. Nee, ganz anders. Wir machen jetzt erstmal Holz. Holz ist immer gut. Oder? Wie viel Zeit haben wir gerade? Warte mal, was ist hier für eine Aufgabe? Uah. Bitte helft mir, Hans Winkerter, meine gestern Nacht verloren gegangene Lampe wiederzufinden. Lampen suchen. Obwohl, ich glaube, das wurde auf der Karte markiert. Hey, komm. Jetzt ist erstmal Wirtschaft wichtig, dann machen wir Quests. Erst die Wirtschaft. Und zwar hier. Das macht viel mehr Sinn. Wie viel brauchen wir? 6 Holz, 16 Lehm, bisschen Gold. Ich glaube, da ist gerade Holz unterwegs, ne? Vielleicht gerade welches drin. 2 Stück. Oh, noch eins. Ah, nee, Inventar ist voll. Ha, ich kann gar nicht so viel tragen. Ja, helfen wir mal dem jungen Mann da hinten, der gerade das Holz in den Speicher bringt. Also das mit den Karrenreichweiten, entweder haut das nicht hin oder ich verstehe das komplett falsch. Zack und zack. Jetzt, bis der da ist, hole ich den nächsten Stamm. Außer der Kollege gerade eben hat ihn schon geholt. Ah, nee, da geht noch ein bisschen. So, war schön, erstmal schön. 2 Baumstämme in die Hosentasche kann auch nicht jeder, ne? Ich bin schneller als wie du. Und ja, ich sagte gerade absichtlich als wie. Zack und zack, da haben wir das Holz. Dann gehen wir schnell hier rüber und dann erweitern wir mal unsere Holzproduktion. Ihr seht, wir haben jetzt mittlerweile schon fast 40 Lehm und viel zu wenig Holz. Zack. Da wollte er schon heimlich irgendwelche Arbeiter da reinstopfen, wa? Der Schuft. So. Hier müsste die Baustelle sein, ne? Genau. Da geht das hier rüber. Ach so, Mensch, hier. Okay, stimmt. Ach ja, das ist ja dieses erste kleine Zwischenlager hier. Ah, stimmt. Oh, und ich bin so gespannt, ob das mit den Forschungen jetzt wieder funktioniert, dass die bestehen bleiben. Dass ich nicht jedes Mal alles wieder neu upgraden muss. Das wäre so ärgerlich. So. Holz ist fertig. Oh. Oh, neue Metalltexturen. Nice. Oh, ja. Hier, schöne Maserung, ne? Kann auch nicht jeder. Ja, wunderbar. Zack.
Erstmal verdoppeln hier. Ja, okay, nicht ganz verdoppeln. Was? Schon eine halbe Stunde? Krass. Ah, nee, komm hier. Eine Kleinigkeit wollte ich noch gucken mit euch. So. Oh! Jetzt sind alle wieder im richtigen Job? Cool. Naja, fast alle. Nur noch zwei sind glücklich, aber... Nee, doch nicht. Nee, der Indikator ist gesunken tatsächlich. Wir waren vorher bei 0,8 oder so. Religion hat minus 0,2. Warum denn das? 0,02. Ist denen der Kirchenzehnt immer noch zu hoch? Kann das vielleicht der Grund sein? Einwohner? Ah, schade. Hier ist noch nichts Neues drin. Schade. Ich hab's gehofft. Aber gut, ihr Lieben, ich würde sagen, bei so einem komischen Wetter gehen wir jetzt nochmal schön hier rein. Vielleicht schlafe ich einfach mal hier die Nacht über. Weil dann ist ja schon spät, ne? Das ist früher morgen. Gute Frage, nächste bitte. Wenn ich den Sonnenstand sehen könnte, könnte ich es doch beurteilen, aber ich glaube, es ist spät. Würde ich sagen, ich werde jetzt offscreen einfach mal die Nacht hier drinnen verbringen. Dann müssten wir doch hoffentlich haufenweise neue Ressourcen haben. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ach, da ist die Sonne. Wir haben wirklich Abend. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch gerne morgen wieder rein. Ciao.